Mein Name ist Erich Gillek, bin 41 Jahre alt, wohne in Salzburg. Ich bin seit 10 Jahren Selbstvertreter und auch im Selbstvertretungsbeirat der Lebenshilfe für Österreich tätig. Und warum ich Selbstvertreter geworden bin, ist, dass politische Veränderungen für Menschen mit Lernschwierigkeiten gibt. Sei es neue Gesetze, zum Beispiel das jetzt Erwachsenenschutzgesetz oder zu anderen Themen, die Menschen mit Lernschwierigkeiten betreffen dann. Sehr gut. Du hast das jetzt sehr lang gemacht, diese Aufgabe als Selbstvertreter, und wirst es wahrscheinlich danach auch immer weitermachen, weil du ein sehr politischer Mensch bist. Aber wie konkret schaut jetzt deine Zeit nach der offiziellen Amtsübergabe aus? Also der eine Bereich wird sein, dass ich noch für die Mitbestimmung in der Lebenshilfe Salzburg tätig bin. Also für die Sprecherinnen, das ist alle, die ich noch weiterhin machen werde. Das zweite ist natürlich auch die politische Selbstvertretung. Also ich bin auch im österreichischen Monitoring-Ausschuss zur Überwachung der Rhein-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen. Ich habe auch noch werde noch Vorträge machen auf der Fachhochschule in Bruns in Salzburg oder Sozialberufsschule. Werden wir jetzt mit dem Erwachsenenverein, das ist immer die neuen Wörter zu merken, das ist gar nicht so leicht. Informationstag machen für die Menschen mit Lernschwierigkeiten in Einrichtungen. Ja, mein Name ist Marco Buchinger. Ich wurde am 16.12.81 in Wels geboren. Habe 10-jährige Schulausbildung genossen sozusagen oder absolviert. Bin seit 98 in der Lebenshilfe, habe verschiedene Tätigkeiten durchgemacht. Aber was ich an der Selbstvertretung so spannend gefunden habe, das ist der Kontakt mit den Politikern. Und ja, was war noch der größte, für mich war es der größte Erfolg, dass ich sagen kann, jetzt war 2011 auch noch einmal einer von den großen Tagen. Weißt du noch, wenn wir da so lange gearbeitet haben, Michi? Wie lange haben wir gearbeitet? Bis Mitternacht, gell? Da sind wir gerannt und haben alles organisiert wegen einem Kongress, gell? Und da kann ich mich noch gut erinnern, wie ich das, die Aussage getätigt habe, Lohn statt Taschengeld ist für uns ganz wichtig, aber es soll nicht. Es soll keine Verschlechterungen geben für Menschen mit Beeinträchtigung. Das ist mir ein großes Anliegen, weil wenn es Verschlechterungen gibt, dann schaut es ein wenig düster aus für unsere nachfolgende Generation. Ich wünsche euch auf dem Weg den Nachfolgerinnen alles Gute für die nächsten 4 Jahre. Und ich werde meine Aufgaben auch im Vorstand wahrnehmen müssen. Oder ich versuche es zumindest so gut es geht wahrzunehmen. Bin entspannt, ob ich mit wem streiten muss oder ob ich es ganz sachlich bearbeiten kann. Dankeschön. Ich bin Schranten Brigitte. Ich bin 43 Jahre alt, arbeite in Bischofshofen in der selbstständigen Gruppe
meine Aufgaben sind dort in einer Vorbereitung, zum Beispiel zu Feierlichkeiten, Weihnachten und Faschingfeier. Ich arbeite, ich schreibe die Protokolle von den Gruppensprecher- und Haussprechertreffen. Ich mache die Hausführungen in der Werkstätte, wenn Schüler, Praktikanten oder ein neuer Zivi kommt. Ich beantworte auch E-Mails. Das ist meine Arbeit eigentlich. Und ich arbeite einmal in der Woche, arbeite im Tourismusverband in Bischofshofen. Warum hast du dich auf, halt, warum habe ich mich aufstehen lassen zur Wahl? Ich kann sehr gut mit Leuten umgehen, kann auf Leute zugehen, kann die Leute anreden. Ich reise gerne. Ich bin offen für neue Herausforderungen. Ich will ein offenes Ohr für meine Kollegen und Kolleginnen haben. Ich würde mich freuen, wenn ich mit meinen Kollegen oder Kolleginnen gut auskomme. Es ist wieder eine neue Herausforderung für mich. Ich hoffe, ich mache es gut. Es war eine offene Wahl und am 24. Oktober 2018 sind wir gewählt worden. Für was, dass ich mir, was meine Anliegen sind, dass mir, bei uns ist es total schwierig, es gibt Menschen mit schwierigeren Einbeträchtigungen und mit mehr Unterstützungsbedarf, dass man da mehr die Fortbildungen in Einklang und auch mehr, nicht nur drei. Und das Problem ist das, dass da Rotstadt und Schwarzach und Bischofshofen zusammentand. Und da kann man sich nur vor die Hälfte und außer Sachen drei, jeder halt eine. Und nur das Problem ist das, wir können nicht einen mit einem Rollstuhl allein nach Salzburg schicken zu denen. Und für das möchte ich mich einsetzen, dass man halt echt mehr kriegt in Bischofshofen. Ich bin Bettina Mutwil, ich wohne noch daheim bei meiner Familie. Ich bin 36 Jahre alt. Ich arbeite seit 6 Jahren jetzt im Bereich Selbstvertretung. Angegangen ist bei mir eben mit der Präsentation von der Nadia Arbeitsgruppe, mit der Arbeitsgruppe Lohn und Taschengeld. Und das war also bei mir eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt ich möchte mich jetzt eigentlich auch für Leute einsetzen, die das eben auch nicht so ganz leicht haben. Also halt auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Und das habe ich dann gemerkt, dass das jetzt eigentlich genau das ist, was ich eigentlich machen möchte. Und da bin ich jetzt eigentlich hängen geblieben, mehr oder weniger. Und meine persönlichen Anliegen sind, ja, ich möchte mich in Zukunft eben einsetzen für leichte Sprache. Und für den Beirat wünschen wir jetzt, dass das einfach, dass die Übergabe jetzt einfach problemlos über die Bühne geht und dass ich, die Brigitte, dass wir einfach gut zusammenarbeiten und dass das einfach gut passt. Ja. Wie lange habt ihr es braucht eigentlich, dass es da in das reingekommen sind? Boah, also das hat sich auch nicht von heute auf morgen hat sich das entwickelt. Das ist wirklich im Laufe des Jahres erst entstanden. Ja. Also man muss nicht von Anfang an alles perfekt passen. Also das Gute ist, dass man die Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln, sage ich mal. Okay, ja. Da war ich gewiss, was auf uns zukommt, Bettina.